Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten Video. Diesmal wieder ein Video meiner Kategorie, meine Comic-Sammlung, wo ich euch halt nach und nach meine ganze Comic-Sammlung zeigen kann. Und da gab es ja zuletzt, vorletzte Woche, gab es ja auch schon mal zwei Teile. Versuche, die natürlich immer zeitnah auch zu machen. Habe im Moment sehr viel Spaß, euch mal eine Sammlung zu zeigen. Und will da halt auch mal vorankommen, dass da nicht wieder so längere Pausen dazwischen sind, zwischen den einzelnen Teilen. Allerdings kann das immer mal sein, dass das wieder so kommt, dass da auch mal Pausen zwischen sind. Oder längere Pausen. Pausen sind da ja eigentlich immer mal dazwischen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei meinen Classic-Bänden der schwarzen Hachette Marvel Collection stehen geblieben. Und dort, da habe ich ja gesagt, dass ich da zwei Teile draus mache. Insgesamt wird die ganze Collection wahrscheinlich wieder in 10 Teilen hier abgehandelt. Und dort, in dieser, innerhalb dieser Classic-Bände, waren wir stehen geblieben bei Spider-Man, der Tod der Stacys. Das ist ja schon aus den 70ern und alles, was jetzt kommt, ist auch 70er Jahre inhaltlich. Und zum einen habe ich da hier erstmal den Band Leben und Tod von Captain Marvel Teil 1. Und zwar vom ursprünglichen Captain Marvel, dem Kree-Krieger, ehemaligen Kree-Krieger. Und was hier enthalten ist, ist einmal Iron Man 55 und Captain Marvel 25 bis 29 und Marvel Feature 12. Das ist so eine Serie, diese Feature-Serie, wo sie auch dann wieder einen anderen bekannten Charakter featuren und die dann gemeinsames Abenteuer erleben. Interessant ist hier vor allem eigentlich der ganze Band für mich, aber was ist bei Iron Man 55 interessant? Hier Erstauftritt von, wie heißt er denn? Drax, der Zerstörer. Und außerdem kommt hier auch innerhalb der Captain Marvel Ausgaben Sanus vor. Da bin ich nicht sicher, ob es sein Erstauftritt sogar ist. Schreibt mir das mal rein, wenn ihr das wisst. Kann aber auch sein, dass der woanders seinen Erstauftritt hatte. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich habe mal irgendwann eine Review zu diesen Bänden hier auch gemacht und da wusste ich das noch. Aber das weiß ich jetzt im Moment nicht. Captain Marvel, der mit, der durch diese Negerbänder oder wie die heißen, ja den Platz tauschen kann mit Rick Jones. Und wieso die so, also Rick Jones, den ihr halt vom Hulk kennt, ein guter Freund des Hulk, wie die, der Junge, den der Bruce Banner damals gerettet hat, als die Gamma-Bombe hochging und er zum Hulk wurde. Und dieser Rick Jones wechselt halt den Platz mit Captain Marvel, wenn der die Bänder zusammenschlägt. Wie es zu dieser Verbindung kam, das passiert vor diesem Band. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, bei der roten Collection würde mich noch zum Beispiel der Captain Marvel Band interessieren, den es dort gab. Weil der genau das, meine ich, erklärt, auf jeden Fall hier vorspielt. Da sind die Ausgaben der Captain Marvel Reihe von davor halt drin. Und das würde halt sehr gut passen. Habe ich jetzt nicht oder bisher noch nicht, hole ich vielleicht mal nach. Innerhalb dieser Hefte, die hier enthalten sind, bekommt Captain Marvel auch sein kosmisches Bewusstsein. Diese Kraft, wo er halt weiß, wo er halt fühlt, was überall im Kosmos so vorgeht. Das haben sie auch ganz gut illustriert. Denn Captain Marvel hat eigentlich graue oder silberne Haare. Und später mit dem kosmischen Bewusstsein hat er halt dann auch blonde Haare, wie man ihn dann auch später vor allem kennt. Ja, war für mich ganz cool, weil ich aus diesem kosmischen Bereich halt auch was haben wollte von Marvel und deswegen den Band geholt. Dann gab es innerhalb der Collection noch einen zweiten Band. Leben und Tod von Captain Marvel Teil 2. Und da ist halt das drin, was im Titel ja schon auch mit erwähnt wird. Der Tod von Captain Marvel. Das kam auch bei Condor in so einer, in so einem Special Graphic Novel Ding. Kam das auch bei, also das kennen die Condor-Leser auch. Captain Marvel ist ja der Held, der an Krebs letztendlich stirbt. Und das passiert halt hier. Ist eine legendäre Geschichte, weil man sowas halt, so ein ernstes Thema,
damals auch nicht an den Helden hatte. Und das ist auch, glaube ich, ja, da bin ich gar nicht sicher, ob das noch 70er ist. Da kann sein, dass sie hier dann auch von Anfang der 80er was genommen haben. Aber normalerweise sind die Sachen alle jetzt noch 70er Jahre. Auf jeden Fall, ja, eine tolle oder traurige, emotionale Geschichte. Kann beide Bände auf jeden Fall empfehlen. Ist halt der ursprüngliche Captain Marvel. Und der ist auch, soweit ich das im Überblick habe, ich habe natürlich nicht alles gelesen, müsste aber der ursprüngliche Captain Marvel halt noch immer tot sein. Dann als nächsten Band in der Classic-Reihe, da wollte ich, genau, da würde mir auch noch ein anderer Band fehlen, den ich eigentlich auch noch haben wollen würde. Avengers gegen die Defenders. Die Defenders, ein Team rund um Hulk und Doctor Strange, kennen auch viele noch, nannten sich bei Condor die Verteidiger. Waren da aber schon in einer anderen Konstellation unterwegs, wobei der Hulk da auch dabei war. Ja, das ist so ein Event, was in den Ausgaben Avengers 115 bis 118 und Defenders 8 bis 11, also so ein Crossover zwischen beiden Serien, ist relativ bekannt, wird immer mal erwähnt. Steve Englehart hier als Autor, Sal Buscema teilweise als Zeichner und Bob Brown als Zeichner, je nachdem, welche Serie man hat. Ich weiß nicht, wer welche Serie zu dem Zeitpunkt zeichnerisch hatte. Glaube aber, dass Buscema bei den Avengers war. Und der andere halt bei... oder umgekehrt. Das, auf jeden Fall, die beiden Zeichner teilen sich das. Sal Buscema, ja, ein Zeichner, den ich halt auch aus Condor-Zeiten vom Hulk und Spider-Man gut kenne. Muss halt aber auch sagen, das Event ist ja überschätzt. Also das ist jetzt nichts, was man unbedingt haben muss. Und da gab es auch noch so ein Band, wo dann auch, also wo es dann um die Defenders geht, um deren Gründung, was halt hier vorspielen würde irgendwo. Und die erste, hier sind ja die Defenders-Ausgaben 8 bis 11 drin und das hätte halt dann die ersten Ausgaben. Das hatte ich auch mal überlegt zu holen, aber war jetzt nichts, was ich unbedingt haben muss. Wollte ich jedenfalls mal haben, weil man da immer wieder auch in neueren Ausgaben der letzten Jahrzehnte immer mal drüber gesprochen haben, dass die mal Stress hatten. Warum die Stress hatten, wird halt hier erklärt. Und ja, ist eine... ist okay, aber zeichnerisch für mich völlig okay, aber storytechnisch ist das nichts Großes, ne? Da würde ich nicht so viel erwarten. Habe ich aber auch mal günstig mir nachträglich geholt. Dann ein Band, den ich durchaus empfehlen kann, ist halt hier Howard the Duck, den ich hier als nächsten Band habe, von Steve Gerber. Ja, das enthält halt Giant Size Man Thing 4 und 5, da hatte Howard the Duck sein Debüt und dann Howard the Duck 1 bis 8 und die Ausgabe 16 sowie Avengers into 4, 19 und Man Thing 1. Howard the Duck, diese außerirdische Ente, ist ja so ein bisschen abseits des Marvel-Universums, das ist ja so eine ganz eigene Sache, der trifft halt auch auf Protagonisten des Marvel-Universums, aber was hier in den 70ern halt gemacht wurde, vom Storytelling her und wie man politische und gesellschaftliche Probleme anspricht, die Art, wie da gesprochen wird, wie Dinge ganz klar angesprochen werden und wie auch skurrile Sachen ausprobiert werden, das hat man so in der Zeit bei Marvel nicht gesehen, nur in dieser Serie, legendäre Serie und finde ich... so für Hardcore-Marvel-Fans ist das auf jeden Fall was ihr durchaus euch mal in die Sammlung legen könnt. Also mir hat es sehr gut gefallen. Dann ein Classic, weiteren Classic-Band von Captain America oder hier auf Deutsch, und Falcon. Die Captain America-Serie hieß zwischendurch mal Captain America und Falcon, lief aber so nummerntechnisch weiter. Da war halt Cap zusammen mit Falcon im Team immer unterwegs. Und das ist hier Secret Empire.
hat mit dem modernen Secret Empire so nichts zu tun. Cap wird hier auch des Mordes angeklagt. Die X-Men sind involviert auch. Letztendlich, sage ich mal, kommen einige Dinge raus, die auch die amerikanische Regierung betreffen, sodass Captain America, wie man hier schon sieht, am Ende auch hinschmeißt. Das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass das Cap, ich wollte sagen den Mantel, sagen wir das Kostüm des Captain Americas aufgibt. Auch von Steve Englehart geschrieben, den wir eben ja auch schon hatten, und Selbu Chema gezeichnet. 70er Jahre enthält halt Captain America and the Falcon 169 bis 176. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ist auf jeden Fall auch noch weit vor den Sachen, die dann bei Condor an Captain America kamen, anzusiedeln. Dann als nächstes habe ich hier Warlock. Warlock, ebenfalls wie Captain Marvel aus dieser kosmischen Ecke, hat auch mit Thanos zu tun. Ihr kennt ja Infinity Gauntlet und Infinity War und so, diese großen Events, die es dann später gab. Und da spielt er auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja, und ist auch von Jim Starlin und deswegen wollte ich es auch haben. Passt halt zu dieser ganzen Captain Marvel und Infinity Gauntlet und Thanos-Ära. Wir lernen halt hier drin Strange Tales 178 bis 181, da waren seine Erstauftritte drin, und Warlock 9 bis 11. Wir lernen hier Warlock kennen, was es mit dem so auf sich hat. Fand ich super und das passt halt zu dieser Ecke bei mir, sage ich mal. Alles, was mit Thanos, Infinity Gauntlet, alles, was mit Captain Marvel, dem ursprünglich zu tun hat. Und auch Warlock, da habe ich dann halt auch noch Band 2 mir geholt, der dann enthält Warlock 12 bis 15 und Marvel Team Up 55, The Avengers Annual 7 und Marvel 2 and 1 Annual 2. Marvel 2 and 1 ist auch so eine Feature-Serie gewesen, wo immer zwei bekannte Protagonisten dann zusammen ein Abenteuer erleben. Ich weiß gar nicht mehr, ob das hier mit Spider-Man war. Doch, Spider-Man und Thing, tatsächlich. Hat mir auch super gefallen. Und jetzt sind noch zwei Bände hier. Und dann ist diese Folge auch schon wieder zu Ende. Dann habe ich mir noch geholt, auch 70er Jahre, auch so ein Charakter, von dem ich diese Sache und dann noch eine modernere Sache von 2006 habe, die ihr mal später in meiner Sammlung sehen werdet. Ich glaube, so um die 2006 rum oder 2008 rum war das. Ist so ein Charakter, der immer mal wieder auch damals bei Condor, bei Spider-Man und so aufgetaucht ist oder in anderen Serien, den ich nicht, wo ich jetzt nicht sage, boah, von dem muss ich jetzt so viel wie möglich haben, aber von dem ich ein bisschen was haben wollte. Und es geht um Iron Fist. Iron Fist, der später ja auch mal mit Luke Cage zusammen diese Heroes Heroes to Hire Gruppe bildet, wovon ich eigentlich auch was gerne haben würde. So ein Street-Held. In den 70ern war ja auch Kung Fu ganz groß, auf der ganzen Welt eigentlich, mit Bruce Lee und so. Und die haben hier halt auch ihren Kung Fu-Mann, oder einen davon, wahrscheinlich den bekanntesten. Iron Fist werden die meisten von euch kennen. Hier drin Marvel Premiere 25, sein Erstauftritt wahrscheinlich. Und Iron Fist 1 bis 7. Und das Ganze ist von Chris Claremont geschrieben und John Byrne gezeichnet. Dieses Team, was halt auch die X-Men damals revolutioniert hat. Und John Byrne Zeichnungen bin ich ja ein Riesenfan von. Ist ja einer meiner liebsten Zeichner. Und deswegen habe ich mir das geholt. Fand es auch gut. Hat mir sehr gut gefallen. Vor allem halt auch zeichnerisch. Und das Team ist ja, wie gesagt, bei den X-Men haben sie ja die X-Men revolutioniert. Damals diesen legendären Run gehabt, den ihr auch noch innerhalb meiner Sammlung sogar mehrmals sehen werdet. Einmal in US und einmal in Deutsch.
Ja, sehr, sehr cool, sehr cool. Ist für so Fans dieser Sachen, was, also ich bin halt ja teilweise mit 70er Jahre, obwohl ich erst in den 80ern angefangen habe, bin ich ja mit vielen 70er Jahre Geschichten aufgewachsen und da passt das natürlich super rein. Ja, den Abschluss hier macht dann nochmal der patriotische Held Captain America, und zwar wieder Captain America und Falcon. Und zwar weitere Ausgaben, die Amok-Bombe. Ja, ist halt so eine Bombe, wo dann Leute Amok laufen, wie der Name schon sagt, müssen Captain America und Falcon verhindern. Sind die Ausgaben Captain America 193 bis 200 drin, wieder mit Falcon im Team. Das Ganze gezeichnet und ich glaube sogar geschrieben. Ja, gezeichnet und geschrieben von dem legendären Jack Kirby. Der ja sozusagen neben Stan Lee so echt das meiste von Marvel erfunden hat mit Stan Lee zusammen. Ja, legendär halt, ne? Hat mir auch ganz gut gefallen. Ich glaube, Kane war bei dem Band oder bei diesem Secret Empire Band nicht so begeistert. Von einem war er begeistert, von einem nicht. Ich fand beide ganz gut. Der Secret Empire fand ich storytechnisch etwas besser. Zeichnerisch, das ist eine gute Frage, weil ich einerseits sehr großer Selbu-Chema-Fan auch von alten Zeichnungen her bin. Jack Kirby ist immer so eine Sache. Ist halt legendär, Jack Kirby irgendwie. Und der hat so einen ganz markanten Stil, den man überall erkennt, was damals halt nicht so üblich war, wobei ich Selbu-Chema halt auch erkenne. Ich mag Jack Kirby schon, aber es gäbe halt auch andere, die ich lieber mag. Aber ansonsten hat mir auch gefallen. Das waren meine Classic-Bände. Jetzt geht es dann demnächst in dieser Reihe weiter mit meinen regulären Bänden. Vorher werden natürlich noch andere Videos dann irgendwann kommen. Ja, schreibt ihr mir mal rein, was ihr davon habt, was ihr davon gut findet oder was für euch interessant ist. Gerne kommentieren, gerne liken, wenn es euch gefallen hat. Kommentare und Likes helfen dem Video natürlich am meisten. Und um halt noch mehr Comic-begeisterte Leute zu erreichen. Und ja, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, kann das gerne nachholen. Ja, hier soll demnächst weiteres Zeug kommen, ist aber ja auch schon jede Menge Zeug online, was ihr euch angucken könnt. Bis dann. Ciao.